Moin Moin Kinders und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich glaube, der Beichtvater. Ich glaube, wir hören uns jetzt eine Predigt an von diesem komischen Kinder des Atoms Beichtvater-Typen, der total crazy sein soll. Ich meine, ihr wisst, wir sind hier, um die Erinnerung von Dima zu finden. Und jetzt bin ich Mitglied von diesen Idioten. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren. Töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Wie der aussieht, und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen. Und mit ihnen werden wir Far Harbor von der Insel tilgen. Die wissen also von den Erinnerungen. Wird durch die Straßen ziehen und das Land unschön mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Elben sein. Ein neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Alter, was für Idioten das sind. Ah, bitte. Ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Schwester. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Richtig super. Geht mehr Strahlung, als mir lieb ist. Das steht mal fest. Ah, du hast Atoms Segen nicht. Kein Problem. Einige unserer Geschwister leben auf diese Weise. Aber ich schweife ab. Ich habe da eine Frage an dich. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Frieden? Ich würde mit ihnen reden, versuchen Frieden zu schließen. Glaubst du, wir hätten das nicht versucht? Jahrelang das glaub ich, ja. Bettelte mein Vorgänger um Frieden. Während Far Harbor mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Far Harbor hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren, oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Nein. Ach ja, ich wollte ihm das ja zeigen. Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Nö. Erstmal nicht. Atom behüte dich. Ich muss aber anscheinend. Was ist denn da? Da kann ich auch mit jemandem reden. Ah ja, ich kann für ihn noch ein paar Aufgaben erledigen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Wer bist du, Wichser? So. Meine Brüder und Schwestern. Oh Gott, Alter, wie viel Rat ich schon wieder habe, ey, das ist doch nicht normal. Okay, ich habe 7 Level Ups, sehe ich gerade. Deswegen werde ich mal was. Oh. Deswegen werde ich mal was versuchen. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie eine Möglichkeit gab, hier. Eine verlorene Gesundheit durch die Strahlung, so, Ausdauer.
Was ist das denn zum Beispiel? Wieso hat es keine Gehörn? Voll unnötig, warum soll ich das skillen? Nein, nicht nach oben, so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was ich skillen soll. Mega kritische Treffer. Nice! Du musst erst mal gucken, wie ich überhaupt geskillt habe hier, ey. Jedenfalls auf Intelligenz voll. Ach, ich wollte auch ein bisschen auf Glück skillen, ne? War das nicht so? Lass dir auch mal einen Punkt hier investieren. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Aber gibt es halt Gewehrschütze. Nicht automatischen Gewehren. Kann ich auch mal hochskillen, ne? So, wenigstens ein. Was ist denn hier mit? Das kann ich auch wieder machen. Oh, ich glaube 30. Na toll. Wiederverwerter. Wen juckt's? Aber könnte ich den? Ich brauche Ausdauer 9 dafür. Oh ne, das ist ja voll scheiße. Weil dann könnte ich auch ein bisschen besser diesem Atomscheiß widerstehen, ne? Ach, das ist uncool. Das ist echt uncool. Na gut. Kein Problem, dann weiche ich mir die anderen 4 Punkte halt nochmal auf. Oh, schlafen. Sehr schön. Zumindest kann ich mich hier kostenlos heilen, das ist doch schon mal gut. Heiliger Atom, wir werden ihre Mauern zertrümmern und ihre Ketzerei zum Meer treiben. Ich finde es ja witzig, dass sie trotzdem sowas wie Right Away beispielsweise hier haben. Unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Autsch. Das hat wehgetan. Ich würde jetzt gerne auf eigene Faust versuchen, Dimas Erinnerungen zu finden, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen sollte. Wahrscheinlich wird das in irgendeinem abgeschirmten Bereich sein. Sich sehr für Bruder Devons Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen will? Hilf Fanatiker, woher? Was wollt ihr alle von mir, ey? Also ich spreche euch noch nicht mal an und ihr... Die gibt mir schon irgendwelche scheiß Quests, ey. Na gut, ich werde auf jeden Fall versuchen, mit dem Boss von denen im Beichtvater nochmal zu reden. Eine Maschine, die Atoms leuchten verbreitet. Das ist so ein Atom-U-Boot, oder? Mein Glauben nie verlieren. Niemals darf ich mein Glauben verlieren. Alles sehr spannend. Ah, da kann man irgendwo rein. Man kann in das Schiff rein? What the fuck, ey? Das Schiff wäre doch eigentlich der perfekte Ort, um irgendwas zu verstecken. Das war witzig. Das ist immer noch witzig. Oh nein! Wo ist denn... Warum ist dein Kopf nicht mehr da und hier? Shot, so. Ich öffne einfach mal alle. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Ja. Yeah. Doch alle richtig hart gelitten, ne? Ich frage mich, ob hier vielleicht seine Erinnerungen sind. Auf jeden Fall gibt es wieder eine Menge Rad. Alter. Das ist schon ganz schön cool. Ich muss gerade mal gucken, kann ich nicht über die Quest vielleicht irgendwie... Genau das hier. Okay, anscheinend muss ich wieder nach oben und wieder zurück. Also hier bin ich definitiv nicht richtig. Ich will eigentlich für diese Atomidioten nicht so wirklich was machen, weil ich finde die halt ein bisschen doof. Und das war jetzt wirklich sehr nett ausgedrückt. Ich will im Endeffekt nur diese Erinnerungen halt von ihm holen. Atoms Triumph ist unausweichlich. Und dann wieder weg hier. Und dann wieder ab durch die Mitte. Nur gebremst. Boah, die ganze Konstruktion hier ist aber auch ein bisschen doof. Ich hau heute voll die Beleidigung raus, ey. Voll doof, ey. Was war gut zu... Okay, das wird bewacht. Darf ich da durch? Vorsicht, Schwester. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Schon in Ordnung. Der hohe Beichtvater schickt mich. Aber natürlich, Kind. Ich weiß, wie jemand aussieht, der das Ansehen des hohen Beichtvaters erlangen will. Wenn du die Risiken eingehen willst, halte ich dich nicht auf.
Möge Atom über dich wachen. Okay. Also anscheinend ist es da drin gefährlich. Und das ist der Grund, warum ich da nicht rein sollte und tatsächlich nicht, dass ich es halt nicht darf. Oder dass sich da irgendwas befindet, was ich nicht kriegen darf. Oh, ich sehe schon. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. ich würde sagen, diesen Spaß gönnen wir uns in der nächsten Folge. Von Let's Play Fallout 4 Forever. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.